Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich bin sie Pamela und es freut mich wie immer sehr, dass ihr bei mir eingeschaltet habt. Heute mache ich wieder ein Bocken mit einem Adventskalender und zwar heute ist der 23. Dezember. Das heißt, morgen ist Weihnachten. Haben wir jetzt auch bald geschafft. und ich würde sagen, ich fange jetzt gleich einmal an. Wer freut sich noch so auf Weihnachten? Seid ihr in Weihnachtsstimmung oder eher nicht? Sehr heuer etwas schwierig, ne? Und zwar, jetzt haben wir hier den Essence Blush Lighter Gradient Powder Blush 8 Gramm. Das sieht total süß aus. Es ist so peachy, der Ton, aber ich zeige euch das mit sehr viel Glitzer. Sehr schön. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Ist in der Farbe 02 Coral Sunset. Zartes Rouge mit außergewöhnlichem Farbverlauf und zwei unterschiedlichen Finishes. Eine schimmernde und eine semi-matte Farbe. Die Farben können entweder einzeln aufgetragen oder für ein strahlendes Finish kombiniert angewendet werden. Also das sieht ja fast schon so aus wie eine Art Highlighter, weil das eben glänzend ist auf der einen Seite. So, als nächstes kommt der Catrice. So, und zwar, da haben wir eine Bread A Volume False Lashes Mascara Deep Black in der Farbe 010 11 ml in so einem lila Ton. Wird auch mal ausgetestet. Und hier haben wir wieder das zweite Fach, was jetzt leer ist. Mit 23 ist ein großes Fach. Schauen wir mal. Ah, cool, das ist zum Pinselwaschen. Ich habe zwar eines, aber ich werde das austesten, ob das besser ist und dann entscheide ich mich, welches ich mir behalte. Das andere ist ein bisschen größer, ich kann es euch eh zeigen. Und das hat auch nicht so viele Noppen wie das, also muss ich mal schauen, wie ich mit dem zurechtkomme. Jetzt habe ich das, das ist von meiner Louvrea Pinsel. Nein, Luvia, Entschuldigung, Luvia Pinsel. Und ja, mal schauen, welches jetzt von den zwei besseren ist. Und das werde ich mal dann behalten. So, der ist jetzt auch schon leer. Ja, der ganze Verpackungsmüll ist eigentlich Wahnsinn. So, dann machen wir als nächstes die Gewürze. Nummer 23. Und hier haben wir ein Hot Garlic and Onion Dip. Mhm. Ein Dip, interessant. Verwende die Gewürzzubereitung pur oder mische sie mit Öl als Dip an oder nutze den Dip als Marinade für Fleisch und kräftigen Fisch. Ideal auch für Soßen und Gemüsegerichte. Okay. Da ist drinnen Knoblauch, Chili, Meersalz, Zwiebel, Oregano, Thymian. Ja, wird ausgetestet. Dann habe ich hier noch den Balea. Schauen wir mal, was in der 23 drin ist. Das ist ein größeres, breiteres Fläschchen. Sei der Grund, dass heute jemand lächelt. Okay. Machen wir so. Und zwar, hier haben wir eine Haarmaske drinnen von Balea mit Duft nach süßen Beeren, Nährpflege und Antistatik-Effekt für wintergestresstes Haar. Also das ist sehr, sehr praktisch, weil gerade im Winter laden sich die Haare sehr stark auf in der Heizungsluft und alles und sind ja vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Deswegen ist das sehr praktisch. Das nächste ist von Hello Body, die Nummer 23. Wahnsinn, wie die Zeit jetzt vergangen ist. Es ist echt morgen schon Weihnachten. So, ein kleineres Türchen haben wir hier. Und zwar, das ist eine Illuminating Eye Cream. Eine Augencreme von Cara Look. Diese Augencreme bringt deine Augen sanft zum Strahlen. Okay. Schauen wir mal. So sieht die aus in einem Glasdiegel. Kommt sehr hochwertig daher.
und hat 15 Milliliter. Ja, die Hello Body Produkte sind wirklich sehr hochwertig und finde ich, waren wirklich tolle Sachen dabei. Ich bin ja schon mal gespannt, was wir morgen dann für Klopper drinnen haben, weil der 24. ist ja eigentlich das Highlight, ne? Da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt. So, die Nummer 23 ist bei Zalando ein kleineres Päckchen. Wie immer in einem weißen Papier eingewickelt. Ah, okay. Hier haben wir einen Luvia. Hey, das ist die gleiche Marke wie meine hochwertigen Pinsel hier. Die Luvia, so einen Maskenpinsel, so einen kleinen. Wirklich, aber so einen ähnlichen habe ich. Der war bei mir bei der Magnetmaske dabei. Da habe ich auch, aber in Schwarz. Packaging gefällt mir voll gut. Sehr, sehr schön. Als nächstes mache ich dann den Amazon Beauty auf und schauen wir mal, wo. Ah, hier. Eine riesengroße goldene 23 und ist sehr, sehr schwer. Schauen wir mal, was hier drinnen ist. Ein großer Tiegel, eine große Verpackung auf alle Fälle mal. So, und zwar sieht das so aus. Das ist eine Neutrogener Glow Boost Tagespflege. Erfrischt und hilft der Hautalterung vorzubeugen für gesunde, aussehende, strahlende Haut. 50 Milliliter, also das ist ein Riesentiegel. Schauen wir mal, wie er vom Packaging aussieht. Ja, schaut süß aus. Hier ist das in rosa, so ein bisschen durchsichtig, eine Creme. 50 Milliliter ist ja wirklich sehr viel. Da kommt man lange damit aus. Jetzt machen wir wieder Glossy Box. Schauen wir mal, wo die. Oh, hier haben wir schon die Nummer 23. Ein kleines Produkt. Klein, aber fein. So, kommt nochmal in so einen durchsichtigen Beutel. Das hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Ich glaube, also so was Ähnliches habe ich schon, beziehungsweise von der Marke. Und zwar ist das von Milk Make-up. Ist ein schönes Packaging, so holographisch. Ist ein Illuminating Stick mit holographischen Perlen. Also ich würde sagen, das ist ein Highlighter. Aber man kann das generell multi einsetzen. Ich habe nämlich schon einen so in rosa. Und hier steht auch, man kann es für die Lippen, man kann es hier für die Wangenknochen nehmen, für die Augen. Entweder unter Make-up oder über Make-up. Also finde ich echt cool, muss ich sagen. Also ist auf alle Fälle 7,1 Gramm ist drinnen. So, und am Schluss, wie immer, machen wir noch den MAC Cosmetics auf und schauen, was in der 23 drinnen ist. Aha, okay. Jetzt haben wir es. So, die 23 ist ein pinkes Fächchen. Kleine Verpackung heute. Ich denke, da wird ein Lippenstift drinnen sein, aber mal schauen. Nein, ist kein Lippenstift. Es ist ein Pigment. Okay. Color Powder, Poudre. Es ist ein Puder? Okay, es ist Glitzer. Okay.
Ja. Ich hoffe, man kann das sehen. Das ist so schimmernd, leicht schimmernd. Ich denke, das kann man sich eben hier als Highlighter auftragen. Oder vielleicht sogar auch auf die Augen zum Make-up drauf. Drüber einfach, wenn man sparkeln möchte. Strahlen. Ja, das ist schön. Das gefällt mir. So, dann sage ich euch jetzt einmal mein Fazit zu dem heutigen Adventskalender. Was mir sehr gut gefallen hat, war diese Pinselreinigung. Dann hat mir auch noch sehr gut gefallen von Anfang an dieser Blush. Und was ich noch gerne ausprobieren würde, ist auch das. Das fand ich auch wirklich sehr, sehr gut. Die Creme kommt auch voll hochwertig daher. Die Augencreme ist auch sicher ein Highlight. Das gefällt mir gut. Also mir gefallen hat und das von MAC gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut, dieses Pigment. Also das muss ich auf alle Fälle testen. Vielleicht mache ich das gleich morgen. Ich schaue mal, ob ich das brauchen kann, in welche Farbe ich morgen reingehe. Aber ich denke, das ist so ein Goldschimmer. Das kann man vielleicht eh bei so ziemlich alle Sachen machen. Ja, ich würde sagen, vom Wert her, glaube ich, sind wir heute schon höher. Aber ich hoffe, dass morgen alles geschlagen wird am 24. Und ich freue mich schon riesig drauf, wenn ich meine 24er Türl aufmache. Und ja, dann ist mit Adventskalender-Unboxing natürlich vorbei. Und dann geht es wieder in meine laufenden Boxen, die was ich eh nebenbei habe. Und ja, wir sehen uns sicher bald wieder und bis bald. Lasst es euch gut gehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen oder abonniert kostenlos meinen Kanal. Bis dann, eure Pamela. Tschüss.